Hallo und willkommen zurück zu Dead's Date. Wir hatten unsere Hoshis eingeteilt. Fence Repair. Fence Repair? Refrigerator Repair? Ich guck nochmal gerade. Dum, 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 dum. Fence Repair? Wahrscheinlich, weil da nichts anderes ging. Refrigerator. Ja, Fans, der konnte nichts anderes. Mechanical 1, ja. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal mit unserer Gruppe erkunden. Drei Schuss in der Waffe. Tja, bloß finden müsste man natürlich jetzt noch irgendwie was. Da war dieses Camp mit den vier Gegnern, die schaffe ich nicht. Reisen wir mal dahin und schauen mal, was da ist. Mhm. LA. Jo. Sieht gut aus. LA. Let them hear you. Mhm. Das Haus kann man... Kann man? Da... Ne, da gibt's keinen Weg hin. Da ist ein Alarm. Oha! Hunting Rifle. This rifle could be used for bringing down big game or slightly modified to suit the needs of SWAT teams. 762 Ammo. Da geht's dort rein. Naja, müssen wir wahrscheinlich anders angehen, dass ich von rechts mehr oder weniger einzeln rauspulle. Sonst wären das zu viele auf einmal. Aha.
Angewehr. Coyote Enforcer. Fünfzig Punkte Schaden. Die übertreiben so ein bisschen. Ja, das Problem ist, dass ich da 2, 3, 2... Versuchen wir es so. Wounded. Auf Seite. Wenn der noch angreifen soll, dann... Ja, probieren wir so. Ah, schön. Das klappt leider nicht. Der kann damit nicht mehr angreifen. Für 94 getroffen und kann zweimal angreifen. Alter Falter. Shit. Die sind schon so ein bisschen hardcore. So, 4, ne,
Eins. Na, okay, damit habe ich wahrscheinlich schon wieder verkackt. Slightly wounded. Ja. Und damit ist es wahrscheinlich wieder einer kaputt. Das ist nur der eine. Shit. Probieren wir das mal anders. Wobei ich nicht glaube, dass das einen Unterschied macht. Der hier wird halt nicht angreifen können. Na, ne, das funktioniert auch nicht. Ja, oder ich benutze die Waffe, die ich da gerade gefunden habe, aber das geht ja langfristig dann auch nicht. Oh, gut. Ich brauche die Munition halt. Vielleicht kann ich ein bisschen Gelände rausholen, wenn ich mich da knapper hinstelle. Aber die Chance besteht halt, dass er mich dann auch schon vorher angreifen kann. Da komme ich gar nicht durch die Rüstung durch, wenn ich mit dem Ding schlage. Da muss ich auf jeden Fall schießen. Slightly wounded. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht. Bam, 45. Ja, die kriege ich so nicht kaputt. Da muss ich wahrscheinlich die
die dicke Wumme benutzen. Zwei Schuss haben wir damit. Wobei, eventuell kann ich das so machen. Wie sahen denn die Stats aus von den Range 2, Range 2, es geht. Da. Dann wollen wir noch mal. Brauchen wir trotzdem näher ran. Aber das Problem ist, selbst wenn ich den einen umbringe, habe ich mit dem zweiten dann Probleme. AP zum Schießen. 71, der lebt immer noch. Der hat jetzt schon über 100 Schaden genommen. Naja, es kommt drauf an, wie das mit dem Absorb aussieht. Almost dead. Der kann da leider so nicht angreifen mehr. Bam. Mom. Ah, cool, die reagieren da drauf. Das hat auf jeden Fall besser funktioniert, aber das Problem ist halt, dass die Tante da so langsam ist und gleichzeitig aber hier so viele Punkte braucht zum Schlagen. Ich muss die auch irgendwie cleverer aufstellen. Den dahin. Er hat voll gesessen mit 47. Der ist jetzt schon badly wounded.
80%. Ein Schritt ran. Schießen. Na, du Gimp! Almost dead, ja. Der liegt, aber ich habe keine Ammo mehr auf dem Charakter. Jetzt wird die wahrscheinlich umgeschossen. Ja. Bam. Leading out. Nee. Ich muss erstmal irgendwo gucken, in Gebäuden rein oder so, dass ich Munition bekomme. Sonst kriege ich diese beiden Typen schon nicht platt. Wechseln. Oder wir machen das ganz anders. Ich glaube, da tendiere ich jetzt auch zu. Ich gucke, dass ich was ganz anderes mir anschaue. Da brauche ich mehr Munition für, um das machen zu können. Das würde so nix. Gucken wir einfach mal nach Süden. Mason Supermarket. So. Okay, ganz nett designt. Den muss ich einfach nur zu mir hinlaufen lassen, erstmal. So. Hier sind auf jeden Fall viele Zombies.
Almost dead. Batsch, Nummer 1. Da unten, da hinten haben wir einen, der nach rechts guckt, dann kann ich den zuerst machen. Okay, das ist neu, dass er seinen Pfad wechselt. Oh, kaputt, okay. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, und jetzt trifft die auch nicht. Gimp! Cripple. Der Cripple ist schon sehr gut. Der braucht eine neue Waffe. Was? Mhm. Aber meinetwegen. Ein Schaden. Nochmal zwei Schaden. Fünf. Naja. Ach Gott. Cripple. Kaputt. Ein Pfeil. Den hatten wir. Schön. Steht da schon ganz gut. Fünf. Neunzehn. Vierzehn. Nix.
Glück gehabt. Ein Sugar Bar. Dann nehmen wir da oben den. Hasen 2. Dann nehmen wir uns den von der Seite. Was auch etwas komplizierter ist. Nehmen wir uns den hinteren von der Seite. Na, aber wahrscheinlich auch nicht das cleverste Vorgehen. 11. Das hier wird jetzt wieder. Ja. Basic Attack reicht noch. Fast. Monster Hunter. Aha. Sehr schön. Munition für die Pistole. Wer hat das jetzt eingesammelt? Die. Für die andere Pistole. Genau, nur eine Kugel. Was? Hat der zwei Pistolen mit? Oder habe ich die gerade dupliziert? Kann ich leider nicht zurückspulen. Und gespeichert hatte ich jetzt gerade auch nicht. Naja. Nicht, dass das was ausmachen würde. Also, jetzt zum Gameplay. Gameplay, ja. Was will ich überhaupt sagen? Jetzt von dem Playthrough her, es wäre aber natürlich schon eine ziemliche Katastrophe, wenn man grundsätzlich bei dem Spiel Gegenstände dupen würde, könnte. Okay, der hat diesmal auch ein bisschen seine Lane geändert. Er ist auch nicht gerade durchgelaufen, sondern um eins verschoben. Da gut getroffen zweimal. Okay, badly wounded. Und dann können wir den, wenn es gut geht, noch crippeln. Sehr gut. Und da haben wir noch einen. Aber der ist vermutlich genau almost dead. Shit, der wird den einen angreifen können. Machen wir einen normalen Angriff. Autsch. Nein, machen wir nicht. Da will ich unbeschadet bei rauskommen. Das ist zu einfach, als wenn man da
als wenn ich das in Kauf nehmen müsste. Sehen, sehr gut. 12 insgesamt. Die Frage ist jetzt, ob der den crippeln kann oder nicht. Schön. Munition. Was? War doch die. Gut. Anders. So. Wechselt auch wieder. Müssen wir krippeln. Oh. Quatsch. Kaputt. Wieder mehr Munition. Foul smelling car. Ist zu viel. Da bin ich hergekommen, glaube ich. Schon geguckt. Ne. Okay, sehr gut. Bei dem habe ich aber geguckt. Da ist ein Zombie drin. Habe ich gerade durch Fenster oder was sehen können. Die Tür. Dann gehen wir mal in den Supermarkt. Oder gucken wir erstmal gerade hier noch.
Hinten ist nichts. Ja, passt. Gehen wir in den Supermarkt. In die Bargain Owl. Okay, und den machen wir so, dann kann die jetzt dreimal angreifen. Badly wounded ist er schon. Weg. Und dann den da oben noch. Ach, das sind zwei. Nicht so cool. Ein... Ah, shit. Ist auch blöd, dass er automatisch die andere Waffe anvisiert, aktiv schaltet. Matsch. Nichts. Okay. Dann noch den einen Typen da hinten. Müssen wir von rechts machen. Das ist so bescheuert, dass man die Zombies alle von vorne angreifen muss. Ach, das sind mehrere. Nicht so cool. Dann fürchte ich, dass ich da schießen muss. Es sei denn, die stopfen sich da so kaputt. Hat er diese zu sich gerufen oder was? Thank you.
Okay. Er war schon wounded. 5 nur. 20. 14. Almost dead. 75%. Matsch. Okay. Schön. Da schiebe ich die mal auf Seite. Kaputt. Na, kann man hin, muss man nur richtig klicken. Schnell weg. 2 haben wir von 4. Die anderen machen wieder von der anderen Seite. Badly wounded schon. Weg. Und der nächste bitte. Die anderen nicht blockiert. Ja. Für 5. Kann er sowieso nur einmal angreifen. Dann hat die bessere Trefferchance. Kaputt gegangen. Nächste Waffe. Na. Almost dead. 85%. Ratsch. Kaputt. Jetzt haben wir aber alle. Zumindest hier. Ammo. Mehr Ammo. Island Freezer. Alles mit. Eventuell kann man die Ratte recyceln. Ich weiß nicht genau, wie die Recycle-Anlage funktioniert. Wäre zwar ein bisschen bescheuert, wenn man eine Ratte recyceln könnte, aber
Naja, als Biomüll taugt die vielleicht immer noch. Okay, das war der Supermarkt. Dann haben wir noch ein Restaurant. Und dieses Gebäude. Auch lockt. Okay, geh mal vorne rein. Ach, die kann ja knacken. Mhm. Bourbon. Molotow. Da ist der Skill zu niedrig. Dann haben wir noch dieses Ding. Dead Looter. Und eine Bloody Girl. Damit ist die voll. Hundert. Okay. Zuerst den rechten. Bisschen eng hier. Zurück und hiermit tauschen. Die Waffe ist wieder kaputt. Cripple. Damit auch direkt umgehackt. Schön, mehr Munition. Move to target. Du hattest auch noch Munition, oder? Na, dieses. Da haben wir jetzt schon eine ordentliche Anzahl von Ammo jetzt. Ach, das war auch wieder das andere. Aber der bräuchte eine neue Waffe. Ich habe in dem Level gar keine Nahkampfwaffen gefunden. Das ist auch sehr selten. Huh. Okay. Dann kann der jetzt auch gar nichts tun. Oh. Bisschen dämlich gelaufen, noch mal anders. So. Ja, da wird sich nicht viel tun.
Müssen aber noch mehr sein da hinten. Damit treffen die meistens. Ja, wenn da noch mehr sind, dann werde ich das auf jeden Fall jetzt nicht in den nächsten 2-3 Minuten schaffen. Dann mache ich hier erstmal wieder einen Schnitt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal hier weiter. Bis denn!